Okay. So, ich hatte da was. Und zwar hast du ja vorher gesagt, du warst auch erstaunt, wie schnell dann die Neuder-App dann von nichts auf nichts, von nichts auf fertig oder so halbwegs fertig gegangen ist. Und ein entscheidender Punkt dafür war hier Parse. Von denen hatte ich schon mal erzählt. Das ist so, das gehört inzwischen Facebook, muss man auch mögen. aber was die anbieten, ist zum einen Parse Core, Parse Push und Parse Analytics. Das heißt also, Parse Core ist eine Datenbank in der Wolke, an die du Skripte hängen kannst. Das heißt, du machst so also NoSQL-mäßig, machst du ein flexibles Datenschema oder kannst Objekte haben. Ich habe jetzt ein Objekt, das heißt irgendwie Visit. Und in diesem Visit habe ich jetzt Daten eingetragen, zum Beispiel den Twitter-Namen von dem User, die Position und noch ein paar Sachen. Und jedes Mal, wenn die iOS-App was in die Wolke schickt, dann hängt an diesem Hochladen ein Before-Save und ein After-Save. Before-Save, da kann man die Daten ein bisschen aufräumen und gucken, so ist da wirklich eine Location drin und hat der irgendwie, fehlt da was, dann schmeiße ich es weg. Oder muss ich da noch irgendwelche Daten ergänzen? Und das After-Save ist dann, okay, jetzt kann ich gucken, jetzt habe ich einen neuen Wert. Ich muss jetzt User in der Umgebung suchen und kann den Push schicken. Das heißt, ich habe da so ein kleines, keine Ahnung, 100-Zeilen-Skript oder sowas drangehängt, was eben auf den Daten agiert, sobald Daten geändert werden. Mhm. Und noch eine zusätzliche Funktion, die dann ausgelöst werden kann, wenn der User irgendwo klickt. Dann kann man sagen, so eine Cloud-Funktion. Die Cloud-Funktion nimmt sich die entsprechende, das Datum von dem User und schickt das woanders hin oder sowas. Du hast halt für jeden Request maximal 15 Sekunden Ausführungszeit. Das heißt, du kannst irgendwelche, du könntest von dem Ding aus zum Beispiel auch raus twittern zum Beispiel. Mhm. Du könntest mit irgendwelchen externen Webservices mit einem HTTP-Request sprechen und irgendwas abfragen von draußen. Zum Beispiel könntest du darüber auch die Verifizierung wahrscheinlich vom App Store, von den App Store-Quittungen machen. Mhm. Könntest du auch irgendwie basteln. Das geht damit und du schreibst es auf dem Server in JavaScript. Das ist einfach so ein Node.js-Ding, was da in der Wolke läuft. Du kannst praktisch alles, was es in Node.js gibt, dort auch mit reinhängen. Mhm. Und du startest das von deiner Kommandozeile aus und sagst einfach hier parse deploy und schickst das JavaScript in die Wolke und dann läuft es dort. Das ist nett. Das ist nett. Ja. Die habe ich schon mal benutzt beim Bits und so 350 Nerder. Da hatten die noch ein anderes Preismodell. Da wollte ich jetzt gerade fragen, was muss man denn da so bezahlen? So, also damals war das so, dass sie eine gewisse Anzahl von Pushes dir gegeben haben. Also du kannst dann auch pushen, ja. Also wenn du dann so eine Aktion bekommst dann von einem User oder wenn du könntest auch so ein WhatsApp für Arme irgendwie zusammenbasteln, dann kannst du auch pushen. Und bisher war die, also das ist schon ein paar Monate her, dass sie das geändert haben. Bisher war das Limit sowas wie 10.000 Pushes am Tag oder in der Stunde oder irgendwas. Da waren wir mit den 3 Millionen dann ein bisschen drüber. Mhm. Und inzwischen ist das eine Limit, das es gibt, 1 Million Devices pro Monat, was schon eine ganze Menge ist. Und das andere Limit, wo es losgeht, ist ein Limit auf die Requests pro Sekunde. Und zwar 30 geben sie dir gratis. Also gratis kriegst du 30 Requests in der Sekunde, 20 Gig Storage, 20 Gig Database, 2 Terabyte Transfer und einen Background Job. Was ja schon mal eine ganze Menge ist. Also wenn du jetzt nicht gerade plötzlich WhatsApp wirst, kommst du mit 30 Requests pro Sekunde schon relativ weit. Besonders weil du ja auch in der App das ja ein bisschen steuern kannst. Genau, also ich habe jetzt zum Beispiel in der App die Beschränkung eingebaut, in der iOS-App die Beschränkung eingebaut, dass die nur einmal in der Minute refreshen kann. Also nur einmal in der Minute kann die, wenn ihr aktualisieren klickt, dann müsst ihr mindestens eine Minute warten, bis ihr nochmal aktualisieren klicken könnt und das passiert dann auch was. Ansonsten wird der Request gar nicht erst rausgelassen. Mhm. Die Requests, die dann so in diesen Cloud-Funktionen passieren, die sind auch, werden auch mitgezählt. Das heißt, wenn du einen Visit machst mit der Nerder-App und lädst den hoch, das ist Request Nummer 1. Request Nummer 2 ist, ich kontrolliere, ob der schon irgendwie da ist oder doppelt ist, Nummer 2. Nummer 3, ich suche deine passenden Geräte raus und Nummer 4 ist, ich schicke den Push los. Also ist dieser eine Visit, ist dann 4 Requests wahrscheinlich innerhalb von einer Sekunde oder innerhalb von 2 Sekunden oder so in dem Dreh. Wenn du es dann über dieses Limit gehst, dann wird es schnell teuer. Also dann bist du hier bei
jede 10 Requests mehr kosten $100, also 40 Requests $100, 50 Requests $200. Wir müssen natürlich immer dazu sagen, das sind Requests pro Sekunde. Pro Sekunde. Das bedeutet also 10 Requests pro Sekunde, das sind natürlich gleich 600 Requests pro Minute mehr, die du da bekommst. Und damit über den Tag hinweg sind das immer noch deutlich mehr. Und klar, so, das kostet natürlich halt für die auch mehr. Also wenn du halt dann pro Sekunde irgendwie 2000 Requests brauchst, dann brauchst du die vermutlich auch, weil du das machst ja nicht zum Spaß. Und das wird dann plötzlich relativ teuer, weil wir reden, wie gesagt, von Sekunden. Und sie geben dir aber auch die Möglichkeit, das stundenweise zu bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt wollte, könnte ich für den 18. Oktober 10 Stunden voll aufdrehen und würde halt pro Stunde nur ein 30x24 davon zahlen. Mhm. Und das könnte ich machen, werde ich aber wahrscheinlich nicht, damit es auch nicht zu nervig wird. Wenn es also zu nervig werden würde, würdet ihr jetzt mit den iPhones in diese 30 Requests pro Sekunde reinlaufen und dann würden die auch Schluss machen. Ja, genau, dann kommt die App auch nicht raus, oder? Ja. Also dann kommt die da nicht an den Service hin und sagt der Service, nee, du, ich habe da momentan gerade Besuch. Und der macht dann so ein Backoff, der sagt dann, ich konnte gerade nicht, ich versuche es in 3 Sekunden nochmal. Mhm. Nach 3 Sekunden sagt er, ich muss versuchen, ging nicht, ich mache es in 6 Sekunden nochmal. Und das macht die App für dich. Das ist nämlich auch sehr nett, deswegen geht es auch so schnell. Die haben Frameworks für iOS und für Android und fürs Web auch irgendwie, natürlich in JavaScript und noch ein paar anderen Sprachen, wo du halt einfach ein Objekt hast, das heißt halt irgendwie User. Ja. Und dann sagst du User authenticate with Twitter und dann macht Twitter und dann hast du den eingeloggt. Das ist natürlich schön. Und das ist sehr nett. Dann sagst du hier Installation, ich will meinen Push-Token haben. Dann sagst du hier, der User von der Installation ist der hier. Und dann wird das da als Relation reingespeichert und du kannst dann danach einfach wieder suchen. Und die Suche auf den Dingern ist halt dann auch wieder, du sagst hier, mach eine Query. Auf die Query machst du dann einen Where User ist meine User-ID und Location ist near so und so. Und dann hast du es schon. Das ist schon relativ geil, wenn man halt überlegt, dass man diese ganze Infrastruktur nicht mehr bauen muss. Dass man das Heavy Lifting von dem ganzen Cloud-Quatsch, das ist da einfach da. Ich meine, du hast vorhin gesagt, du schiebst da ein Skript im Endeffekt rein, das serverseitig dann halt so ein bisschen mit der Logik rumjongliert und du musst einmal die Datenbank aufsetzen und ich sage jetzt mal, gut ist es natürlich ein bisschen übertrieben. Es werden wahrscheinlich wenn man das in deine Anzahl der Schlafstunden umrechnet, nicht ganz stimmen, aber wenn man halt auf der anderen Seite überlegt, was man halt da sonst selber alles noch machen müsste, ist natürlich schon geil, weil es kommt halt da irgendwie kostenlos tonnenweise Cloud-Infrastruktur einfach mit. Man muss aufpassen, weil es ist sehr leicht, sich mit Parse auch ins Knie zu schießen in Sachen Sicherheit, weil du ja irgendwie so ein ähnliches Problem wie mit Snapchat auch, du musst also irgendwie deiner App ein Geheimnis mitgeben, mit der die App sich gegenüber dem Service dann identifizieren kann. Ja. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel die Wolke nicht abprüft, ob jetzt ein Visit, der in der Nörder-App eingecheckt wird, wirklich von dem User kommt oder nicht. Oder wenn du so ein WhatsApp-Beispiel machen möchtest, ist der User wirklich in der Gruppe und darf der in die Gruppe reinposten? Ja. Ja? Wenn du das nicht überprüfst, sondern einfach jeden Request annimmst und sagst, okay, der hat meinen geheimen Schlüssel von Parse und der kommt hier auf diese URL, dann nehme ich das auch an, was er sagt. Mhm. Das ist halt das Problem, was man sich da sehr leicht bauen kann. Da war zum Beispiel auch diese Yo-App. Ja, ja. Die Yo-App, die konnte man irgendwie die erste Woche lang aufmachen und konnte irgendwie beliebigen Text und an jeden User, der einem auch irgendwie selbst nicht gefolgt ist oder so, konnte man was schicken. Ich glaube, die liefen auch auf Parse, weil da kommt man relativ leicht dran, wenn man da nicht aufpasst. Also okay. Deswegen ist das der eine Pferdefuß dran und der andere ist halt, wenn man jetzt wirklich irgendwie über Nacht Erfolg hat mit irgendwas, was man da drauf gebaut hat, dann kann man auch die größeren Pakete zahlen müssen vielleicht. Weil dann bist du da auch so ein bisschen zumindest eingesperrt. Das ist jetzt nicht so, dass du dir das über Nacht nochmal nachbauen würdest und die ganze Infrastruktur dann halt auf eine eigene Cloud schieben könntest. Ja gut, im Zweifel, wenn du halt erfolgreich wirst, hast du entweder das Geld oder findest ganz schnell jemanden, der sagt, boah, du möchtest Geld verbrennen, hier.